Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder eingefunden über Skype mit zwei Brüdern in Deutschland verbunden, um die nächste 32. Lesung in dem zweiten Band, das siebte Kapitel, das siebte Buch, das zweite Kapitel, meine ich, oder sind wir im dritten, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls gehen wir so langsam auf das Ende des Buches zu von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten und die offene und geheime Wirksamkeit ihres Ordens, von der Stiftung des Ordens bis heute, was natürlich Mitte des 19. Jahrhunderts ist. 1866 ist dieses Buch erschienen, zwischen 1866 und 72 der zweite Band. Interessantes Jahr 1872, weil da wurde durch das Jesuitengesetz in Deutschland, durch Bismarck, wurde der Jesuitenorden verboten. Wir beschäftigen uns aber jetzt mit der Zeit, wo der Jesuitenorden wieder zugelassen wird, nachdem er 1773 von Antichrist Papst Clemens XIV. Verboten wurde. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine beiden Mitstreiter am Mikrofon heute Abend, Michael und Viktor. Na Viktor, dann schicke ich doch mal ein schönes Moin Moin an die Elbe. Herzlich willkommen. Ja, hallo, moin moin und schön mit euch beiden verbunden zu sein. Ist natürlich immer, wo die Wahrheit verkündet wird, da ist man irgendwie, das ist mittlerweile wie ein Magnet, ne? Fühlt man sich sehr hingezogen zu. Deswegen ist es für mich jedes Mal eine Freude, dabei zu sein und Neues zu lernen, zu erfahren, Dinge miteinander zu verbinden und ja, je mehr Hintergrundwissen und man Dinge erfährt, die einem ja während der Schulzeit oder auch in den Medien, Alternativmedien natürlich auch mit eingeschlossen vorenthalten werden. Das sind Dinge, die wir hier eventuell auch dann mal mit erfahren und daher denke ich, sind diese Lesungen auch so wertvoll und werden von meiner Seite aus auf jeden Fall immer sehr geschätzt und ja, ich freue mich an der Stelle dann Bruder Michael begrüßen zu dürfen. Hallo Michael. Ja, hallo nach Hamburg, hallo nach Belgien und hallo in die ganze Welt. Heute Abend, wie der Viktor schon richtig sagte, gibt es wieder Geschichte, Leistungskurs. Und unser Lehrer ist heute der Karl Theodor Griesinger, der wieder gekonnt aus dem Althochdeutschen von dem Jörg vorgelesen wird. Wir nähern uns jetzt immer weiter der aktuellen Geschichte. Das heißt, wir haben eigentlich so schon so ein gutes Fundament der Dinge, die halt dem Deutschen Reich sozusagen und damit auch Deutschland als Ganzen basierend sind. Und ich glaube, jetzt wird es, zumindest finde ich das so, immer spannender, weil es immer weiter in diese Zeit reingeht, die wir auch noch so ein bisschen aus Bildern her kennen, die wir noch so ein bisschen aus alten Erzählungen und Filmen kennen. So 1872, das ist so die Zeit, da erinnere ich mich dran, ungefähr sowohl Karl May zum Beispiel seine ganzen Romane geschrieben hat. Und ich habe mir damals als junger Mensch mal so ein für mich ziemlich teures Buch gekauft über seine ganze Lebensgeschichte. Und da gab es halt auch viele verschwommene alte Bilder drin von Webstühlen und von den alten Gemäuern und von den ganzen Sachen, die er da beispielsweise geschwindelt hat. Denn ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass sein Henry-Stutzen und den Bärentöter und Winnetous Silberbüchse erst im Jahre, wenn ich richtig im Kopf habe, 1903 gemacht worden sind. Und damit es halt nicht so ganz aufgefallen ist, dass seine Geschichte geschwindelt war. Und da ich geschwindelte Geschichten nicht so mag und nicht so auf Science-Fiction stehe, finde ich halt wahre Geschichte viel spannender. Und deswegen gebe ich jetzt direkt zurück an den Jörg. Ja, danke schön, ihr beiden. Und wir gehen dann halt in die wahre Geschichte zurück, wo wir hier in der Zeit jetzt auf Seite 365 lesen über die Jesuiten. Fangen nochmal diesen letzten Absatz auf dieser Seite ein. Ich hatte im Grunde bis Anfang nächste Seite bereits durchgelesen hier. Die Fußnote hatten wir erklärt. Aber ich gehe eben jetzt nochmal zurück und fange mit diesem Absatz hier an, ohne jetzt irgendwelche Kommentare dazu zu machen. Und dann lesen wir hier mal weiter. Das Verfahren der russischen Regierung war ein äußerst offenes, klar motiviertes und eben deswegen bekam sie auch die ganze gebildete Welt auf ihre Seite. An den übrigen Regierungen Europas aber ging dieses Verfahren sozusagen spurlos vorüber, denn dieselben hatten sich, als der russische Ukas vom 13. März 1820 erschien, den Söhnen Loyolas bereits mit Leib und Seele ergeben, ich würde auch sagen können verkauft, und ihre Befangenheit war daher allzu groß, als dass sie den Ukas auch nur geprüft hätten, mit dem also in Russland die Jesuiten verboten wurden.
Vor allem huldigte Italien dem wiederhergestellten Orden und selbstverständlich händigte Antichrist Papst Pius VII., der große restituierende Papst, der doch der ganzen Welt mit gutem Beispiele vorangehen musste, demselben sofort in Rom die früher unter Antichrist Clemens XIV. Genommenen Paläste und Güter, soweit sie noch nicht in Privathände übergegangen waren, wieder ein. So namentlich das Collegium Romanum und etwas später das deutsche Collegium mit dem Namen Collegium Germanicum. Nebst verschiedenen Kirchen und sonstigen Besitztümern ein großartiges Gebäude zu einem Noviziat auch nicht zu vergessen. Infolgedessen und weil auch die nachfolgenden Päpste mit Namen Leo XII., Pius VIII. Und Gregor XIII. Nebst dem jetzt noch regierenden Pius IX. Die Söhne Loyolas äußerst begünstigten, mehrten sich diese sowohl in Rom als im Kirchenstaat ganz außerordentlich. Und man musste zum Beispiel, was Rom anbelangt, schon anno 1829 außerhalb der Stadtmauern einen Platz für ihr Unterkommen suchen. Im jetzigen Augenblick aber sind's ihrer mehr als je früher zu ihren glänzendsten Zeiten. Und ihr gegenwärtiger General darf sich mit Stolz rühmen, dass noch keiner seiner Vorgänger einen größeren Einfluss auf das Oberhaupt der Christenheit ausgeübt hat als er. Und wer war der General zur Zeit, wo hier Karl Theodor Griesinger das schreibt? Das war, was die neueren Jesuitengeneräle anbelangt, erfahren wir in einer Fußnote. So folgte auf den Pater Gabriel Gruber, von dem ich schon gesprochen hatte, anno 1814 ein Pole, der Pater Tadeusz Brozowski. Auf diesen anno 1820 ein Italiener, der Pater Ludwig Fortis. Und dann wird's interessant, 1829 der Pater Johann Philipp von Rothahn, gebürtig aus Amsterdam. Ein zweiter, Claudio Acquaviva, was den Verstand und die Tätigkeit anbelangt. Und endlich anno 1853 der jetzige General Johann Peter Becks, ein geborener Belgier, der jetzt im Jahre 1865 gerade 70 Jahre zählt. Er erblickte nämlich am 8. Februar 1795 in einem Dorfe bei Mechelen, das ist hier 40 Kilometer weg von wo ich wohne, das Licht der Welt, trat dann am 29. Oktober 1819 in die Gesellschaft Jesu ein, wurde sofort Beichtvater des neu bekehrten Herzogpaars von Köthen, erhielt darauf Direktorstelle am Kollegium zu Löwen, wo ich wohne hier in Belgien, rückte danach zum Provinzial von Österreich vor und ward im Herbst 1853 zum General des Ordens gewählt. Nun, die beiden Generäle, von denen wir hier sprechen, Johann Philipp von Rothahn und Johann Peter Becks, finde ich deswegen sehr interessant und gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, weil ich in einer anderen Buchlesung und schlag mich tot, ich komme jetzt wirklich nicht mehr drauf, in welcher Buchlesung ich darüber gesprochen habe. Aber dies waren die beiden Generäle, die dafür gesorgt haben, ich weiß gar nicht, ob es eine Buchlesung war oder ein anderes Video war. Dieses waren die beiden Generäle, die dafür gesorgt haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im 19. Jahrhundert geflutet wurden mit katholischen Immigranten, hauptsächlich mit Iren, ja, die irischen Katholiken wurden in Amerika eingeführt und auch andere katholische Immigranten kamen nach Amerika hinein, weil Amerika hat ja im Grunde mit dem Defizit zu kämpfen gehabt, dass zur Gründung des Nationalstaates 1789 oder zum Ausrufen der Unabhängigkeit 1776 die katholische Bevölkerung weniger als 2% in den damaligen Kolonien umfasste. Und mit weniger als 2% wird es natürlich schwierig, das ganze Land einzunehmen. Und in Büchern wie von J. Moss Ives, The Ark and the Dove, also die Arche und die Taube, und eben auch Büchern wie Herrscher des Bösen von Tapper Saucy, kann man sehr gut nachlesen, wie diese Generäle im 19. Jahrhundert daran gewirkt haben, dafür zu sorgen, dass das protestantische Amerika überflutet wird mit katholischen Einwanderern. Und diese katholischen Einwanderer sind im Grunde nichts anderes als Invasoren, weil ein Katholik immer seine erste Treue dem Papst in Rom hält und nicht dem Land, in dem er wohnt oder dient. Und davon waren sich diese Generäle natürlich bewusst und die haben eine sehr einflussreiche Politik betrieben und deswegen kenne ich ein wenig mehr über diese beiden und deswegen finde ich es schön, dass auch der Autor Karl Theodor Griesinger uns hier ein wenig mehr in der Fußnote über diese beiden erzählt. Na?
gehen wir nochmal eben zurück, was wir hier gelesen hatten. Also Ihr gegenwärtiger General, eben der Johann Peter Becks, darf sich mit Stolz rühmen, dass noch keiner seiner Vorgänger einen größeren Einfluss auf das Oberhaupt der Christenheit ausgeübt hat als er. Ja, und wir wissen ja, dass das Oberhaupt der Christenheit zu dieser Zeit eben Papst Pius IX. Ist. Und Pius IX. Hat zu Anfang, als er in seinem Posten war, mehr oder weniger rebelliert gegen die Jesuiten, hat dann sowas von fürchterlich auf seinen Deckel bekommen, dass er den danach wie ein treuer, braver Hund aus der Hand gefressen hat. Und seine ganzen Arbeiten, wie zum Beispiel der Syllabus der Fehler, wie zum Beispiel das Einführen der unbefleckten Empfängnisfeier von Maria, 1854 war das, glaube ich, das geht alles natürlich zurück auf die Jesuiten. Der hat den aus der Hand gefressen. Er hat nichts selbst gemacht. Er war eine willenlose Puppe an den Drähten des Jesuitengenerals, in diesem Fall Johann Peter Becks. Aber der Autor fährt fort und sagt, übrigens nicht bloß in Rom und im Kirchenstaate nahm die Gesellschaft Jesu sofort nach ihrer Wiederherstellung einen großartigen Aufschwung, sondern auch in den anderen Provinzen dieses damals noch gänzlich zerstückelten Landes, wie namentlich in Genua, Modena, Parma, Ferrara und Verona, wo ihnen hinlänglich Gelegenheit und Mittel geboten wurde, Noviziate und Erziehungshäuser von großer Ausdehnung zu gründen. Noch herrlicher blühte ihr Weizen in Neapel, denn dort erteilte ihnen ihr großer Beschirmer König Ferdinand sogar das Recht, ausschließlich die Erziehung der adligen Jugend zu leisten, damit diese nicht etwa von anderen Lehrern mit den grässlichen Ideen der Neuzeit, wie zum Beispiel Protestantismus, bekannt würden. Und die guten Söhne Loyolas errichteten sofort ein Adelslyzeum, welches natürlich, da es eine Art Bannmühle war, eine außerordentlich zahlreiche Kundschaft erhielt. Kurz, in ganz Italien, mit Ausnahme von Sardinien und Piemont, wo man sie zwar duldete, aber nicht förmlich einführte, spielten die Jesuiten nach wenigen Jahren schon dieselbe Rolle, welche sie vor der Aufhebung daselbst gespielt hatten. Und man wäre oft fast versucht gewesen zu glauben, fast, die Zeit von 1773 bis 1814 sei spurlos an ihnen vorübergegangen. Noch weit größere Gunst wie in Italien widerfuhr den Söhnen Loyolas in Spanien. Denn ein Regent, ich habe hier ein Bild, das ich eben mal anschauen muss, Ferdinand, das habe ich extra vorbereitet, um uns das hier in der Zwischenzeit zeigen zu können, dann kennt man ja auch die Person, ja, nee, ach, sag mal, dann kennt man auch die Person, sieht die Person, über die hier gesprochen wird, ja. Also, noch weit größere Gunst wie in Italien widerfuhr den Söhnen Loyolas in Spanien. Denn ein Regent, wie hier im Bild, Ferdinand der Siebte, ein meineidiger Tyrann, wie es wenige gab, musste notwendigerweise ein inniger Jesuitenfreund sein. Sobald derselbe daher anno 1814 nach dem Sturze Napoleons siegreich in Madrid wieder eingezogen war, erließ er ein Edikt, welches nicht bloß die Mönchsorden im Allgemeinen nebst der Inquisition und Folter wiederherstellte, sondern welches auch insbesondere die vom Papst restituierte Gesellschaft Jesu wieder ins Land rief. Und diesem Edikte folgte dann am 29. Mai 1815 ein weiteres, durch das jene Gesellschaft in den Besitz aller ihrer seit 1767 entzogenen Rechte und Güter wieder eingesetzt wurde. Interessant ist, dass wir ganz eben kurz hier lesen, dass er die Inquisition wieder eingeführt hat. Die Inquisition lief also nicht, wie oftmals behauptet wird, nur bis zum Ende bis zur Zeit, wo Napoleon da mehr oder weniger ein Ende gesetzt hat, 1806. Nein, nein, die Inquisition wurde in Spanien wieder aufgenommen und ich erzähle euch hier nebenbei etwas, was ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht. Die Inquisition in Spanien lief noch weiter bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts unter Franco, dem faschistischen Führer in Spanien. Ja? Nicht mit derselben Menge, sage ich jetzt mal, an Verfolgung, aber Inquisition ist Inquisition. Ne? Und viele von diesen alten Foltermethoden aus dem Mittelalter wurden damals, also ich spreche jetzt von noch keinen 50 Jahre zurück,
immer noch gebraucht, weil Franco starb erst 1976. Nun, also, selbst die Inquisition hat dieser Ferdinand der Siebte in Spanien wieder eingeführt. Das war mehr, als irgendwo sonst in der Welt für die Söhne Loyolas getan wurde. Allein dafür erwartete auch König Ferdinand und seine Camarilla Großartiges von ihnen. Nun ist die Frage, was ist denn bitte schön eine Camarilla? Habe ich da mal rausgesucht. Eine Camarilla ist das Privatkabinett des Königs. Unter Camarilla versteht man eine Günstlingspartei, die ohne Befugnis und Verantwortung Einfluss auf die Entscheidungen eines Herrschers ausübt, also den offiziellen Regierungsorganen nicht angehört, also zum Beispiel auch von einem Volk, weil die gibt es in einer Demokratie genauso, nicht gewählt ist. Diese Partei, der Camarilla, trat in Spanien nach der Restauration des Königs Ferdinand VII. In der Zeit von 1814 bis 1830 hervor. Nur mal ebenso nebenbei, dass wir wissen, von welchen Begriffen wir hier sprechen. Also, König Ferdinand und seine Camarilla Großartiges erwarteten von den Jesuiten. Respektive, er erwartete von ihnen, dass sie die aus Frankreich herübergekommenen liberalen Ideen mit Stumpf und Stuhl ausrotteten. Dass sie dem Zeitgeist Halt geböten, also der Erneuerung, und aus Spanien das aufs absoluteste regierte Reich auf dem ganzen Erdboden machen. Also, das, was man als Ultramontanismus in der römisch-katholischen Kirche bezeichnet, genau das will der König Ferdinand VII. Hier für Spanien haben, und zwar unter den Jesuiten, weil er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, und die Jesuiten machen im Grunde alle seine Gegner platt. Das ist genau das, was er wollte. Also wir können uns vielleicht gut denken, welches Geisteskind dieser Ferdinand der Siebte war. Ich möchte noch mal ganz kurz was dazu einfügen, weil ich das gerade mal so nebenbei mir noch mal zu Gemüte geführt habe, weil du jetzt ein bisschen ja in die Tiefe gegangen bist über Ferdinand den Siebten. Der hat auch den Ferdinandsorden ins Leben gerufen und 1850 erneuert. Interessant war jetzt nur in Hinsicht auf den spanischen Diktator Franco, weil du sagtest, wegen Inquisition. Ja. Spaniens Diktator Francisco Franco erhielt den Ferdinandsorden. So, was Wunder. Ne? Das Wunder, ne? Wo sich der Kreis dann wieder schließt. Ja, heute würde man ja Adolf Hitler wahrscheinlich auch den Friedensnobelpreis geben, ne? So in etwa, ja. Nein. Stopp. War der nicht Man of the Year 1938 oder so? Franco. Nee, der Österreicher da. Ach, in dem Magazin. Ja, genau. Das weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich hätte da mal ein Cover gelesen, Man of the Year, ich glaube 1938 oder so. Ja, also Time Magazine gab es damals noch nicht, ne? Ja, warte. Das Time Magazine ist ja normalerweise das Magazin, das der Man of the Year macht, wo unter anderem ja Franziskus vor ein paar Jahren mit drauf stand, ne? Ja. Aber das ist Time Magazine. Das Time Magazine wurde erst in den 40er oder 50er Jahren gegründet. Das ist Henry Luce, der das gegründet hat, ein Malteserritter. Ja. Das kann auch ein Fake sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es jetzt hier, Person of the Year, 1938, wikipedia.org, Person of the Year. Ich wusste doch, dass irgendwas 38 war. Mhm. Genau. Ja, 38 war Adolf Hitler und 39 wäre Josef Stalin. Also, möchtest du das vielleicht über Skype im Schirm teilen, mit uns zeigen, dass wir das im Video hier eben aufnehmen können? Ja, kann ich eben. Moment. Gut, dann müsstest du nur auf Schirm teilen gehen. Ja. Sekunde. Bildschirm teilen. So. Ups. Seht ihr was? Ja. Okay. Ich gehe jetzt mal eben mal hoch auf die Seite. Das heißt Person of the Year. So, die seit 1927 von US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Time veröffentlicht wird. Das muss ich jetzt so glauben, wie es da steht. Okay. So, und da gibt es dann halt einfach, ja, direkt die Note für die Deutschen, dass der Diktator Adolfo Hitlerus 1938 als diejenige Person ausgewählt wurde, die den größten Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Ja, muss man auch so glauben. Naja, da ist er ja. Ein guter Gesellschafter, sehe ich gerade, mit Adenauer und Merkel. Ja. Und Einstein.
Ich persönlich würde ich ja beispielsweise auch den Friedensnobelpreis zurückgeben, weil ich möchte ja mit Morten Toschnach nichts zu tun haben. Nee. Also deswegen wusste ich, also so ganz unwichtig war er wohl nicht, aber ich weiß halt bis heute nicht, ob das eine Auszeichnung ist oder ob es eine Warnung ist. Ich habe keine Ahnung. Bei Josef Stalin war das sogar zweimal. 39 und 42. Ja. Und der ist kaum gealtert in der Zeit, wie du siehst. Ne? Ja. Ja, Truman ist dann auch noch da reingerutscht, dass er 45. Ja, also wir sehen ja, welche Leute sie hier gewählt haben. Das ist ja das Who is Who von Wer ist der größte Verbrecher, ne? Ja, Winston Churchill hat es ja auch zum zweiten Mal geschafft. Ne? Ja. Und dann Elisabeth die Zweite. Ja, und John Foster Dulles. Ja. Und wahrscheinlich auch noch sein Neffe dann, Avery Dulles. Ja. Errichter der CIA, Malteser-Ritter. Ne? Ja, ja. Ja, John Fitzgerald Kennedy, der war Ritter vom Orden des Kolumbus. Mhm. Ich glaube, der sich mit dem nachfolgenden 1962er mal nicht so besonders gut verstanden hat. Martin Luther King war Jesuiten kontrolliert. Lyndon B. Johnson hat dafür gesorgt, dass JFK ermordet wurde. Hat und 1964, in dem Jahr, wo er hier Mann des Jahres wurde, wie wir hier gerade eben noch auf dem Bild sehen, bevor du weiter scrollst, das 501c3 Steuerbefreiungsgesetz in Amerika eingeführt. Das geht über die amerikanischen Organisationen wie Kirchen und sowas, die steuerbefreit sind, zu Regierungsorganisationen zu machen. Das ist von Lyndon B. Johnson eingeführt. Dann wird er das 1967 nochmal. Natürlich dann unsere freimaurerischen Astronauten, die müssen da natürlich irgendwo zwischenstehen. Tja, der Durchschnittsamerikaner 1969. Also 1969 haben sie John Doe zum Mann des Jahres gewählt. Ja, dann, oder halt, wie nennt sich das in Deutsch? Max Mustermann, ne? Da ist das Max Mustermann, ja. Aber heutzutage heißt oder Otto Normalverbraucher für den. Ja, ja, oder halt Maximilia Musterfrau muss es wahrscheinlich dann heute heißen. Oder Muster X. Ja. Ich weiß es nicht. Ne? Sogar die amerikanischen Frauen auch nochmal, ja. Ja, also, ja. Wie gesagt, das ist ja wirklich ein Who is Who der größten Massenmörder, die jemals auf dieser Erde gewesen sind. Ach, guck mal, Ronald Reagan, den haben wir ja auch schon einige Male besprochen, jetzt in Herrscher des Bösen. Da kennen wir ja auch ein wenig mehr drüber inzwischen von Deng Xiaoping. Der hat ja nur eben 50 Millionen Menschen umgebracht. Das kann man natürlich dann zum Mann des Jahres ernennen, absolut. Ja. Ja, und die bedrohte Erde hat auch einen Preis gekriegt. Die bedrohte Erde ist jetzt Person des Jahres. Also, ja. Absurd, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, also alle Leute, die wir kennen und alle Leute, die wir brauchen. Nelson Mandela auch, ganz bekannter Friedensapostel, absolut. Darf ich nicht dran zweifeln. Wurde von der Queen selbst zum Malteser-Ritter geschlagen, Malteser-Ritter geworden. Ja. Newt Gingrich, der ehemalige Speaker of the House in den Vereinigten Staaten von Amerika und Präsidentschaftskandidat im Jahr 2008, glaube ich, gegen Obama. Ja, guck mal hier, Gründer von Amazon. Ja, ganz wichtig. Global aufgestellte Menschen. Ralph Giuliani, nach den 9-11-Geschichten ist er dann zum Ritter geschlagen. Gladionsfigur aufgestiegen. Ja, ist auch zum Ritter geschlagen, ist auch ein Malteser-Ritter. George W. Bush steht auch mindestens zweimal drin hier, 2000, 2004. Bono, der Sänger von U2, der auf Georgetown-Universität verschiedene Male aufgetreten ist. Bill Gates, von dem einige Leute wirklich glauben, dass er als armer Junge in der Garage irgendwelche Metalldinger zusammengeschustert hat und auf die Art und Weise den ersten Computer erfunden hat. Das wird denn ja so erzählt, vom Tellerwäscher zum Millionär oder Mark Zuckerberg, genau dieselbe blödsinnige Geschichte. Ne? Ja, und bestimmt auch hier der, na wie heißt der denn jetzt noch, Elon Musk? Ja, der von Tesla. Ne? Ja, genau, der wird bestimmt auch. Der hat ja schließlich das erste Fahrzeug ins All geschossen. Hat er selber gesagt, it looks so fake, it must be real, ne? Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Also, ja. Franziskus ist auch dabei. Ja, Franziskus. Der Mann mit der weißen Weste. Guck mal zwei Bilder da drunter, da wird einem wieder schlecht. Ich habe alles, was ich. Alles, was ich jetzt gekotzt. Alles, was ich jetzt sage, verringert. Alles, was ich jetzt sage, verringert meine Lebenserwartung.
Aber massiv. Guck mal, Angela Merkel. Naja, hab ich doch gesagt. Die Geste hat der Herr Littler auch schon mal gemacht. Ja, die Geste ist eine freimaurerische Geste. Ja. Donaldus Trumpius. Leute. Guck mal, wir sind auch dabei. The Silence Breakers. Ach nee, MeToo ist das. Okay, ja gut. Ja, YouTube können wir uns nicht mehr nennen, also müssen MeToo geht auch nicht mehr, dann ist es also auch echt schwierig mittlerweile. Die Wächter der Wahrheit. Ah ja. Journalisten, die für ihre Berichterstattung angeklagt, eingesperrt oder ermordet wurden. Da können wir schon mal jetzt hier, schon mal vorsichtshalber, schon mal so quasi, wie nennt sich das immer, prophylaktisch können wir das schon mal beantragen, 2018. Nein, ich möchte diesen Preis nicht bekommen. Der ja, einzige du Preis, den ich haben möchte, das ist durch die Gnade meines Herrn das ewige Leben in seinem Königreich und alles andere interessiert mich den feuchten Kehricht. Guck mal, du siehst ja hier Mandela, also unser ne, wurde als Friedensstifter ausgezeichnet und Bono und das Ehepaar Gates wurden gemeinsam als barmherzige Samariter ausgezeichnet. Gut. Ja, okay. Im Endeffekt kann man jedem Hörer dieser Lesung nur anraten, das als Satire einzustufen. Außerdem wurde Albert Einstein 99 zur Person des Jahrhunderts und Winston Churchill 1950 zur Person des halben Jahrhunderts ausgewählt. Na, was ist denn das für ein toller Preis, wenn du Person des halben Jahrhunderts bist? Ja. Und Albert Einstein, dieser wunderbare Schauspieler, naja, gut, nehmen wir da. Müssen wir nicht weiter. Gut, ich mach dann mal wieder zu hier. Ja, mach du mal wieder zu und ich teile dann wieder meinen Schirm. Und dann kann der Victor gleich wieder mitlesen, wenn wir dann gleich weiterlesen. Aber wenn es jetzt ein Musikstück gewesen wäre, würde ich sagen, es war jetzt wirklich eine nette Bridge, also eine nette Überleitung, ein nettes Mittelstück. Jetzt können wir dann mit dem harten Stuff wieder weitermachen. Das stimmt. Gut. Den seriösen Dingen. Also, wir waren hier bei der Camarilla und hatten erklärt, was die Camarilla ist und dass halt die liberalen Ideen mit Stumpf und Stuhl ausgerodet wurden oder ausgerottet, wie ich eben auch sagte, von den Jesuiten in Spanien. In der Tat, fährt der Autor fort und sagt, entsprachen die Jesuiten den in sie gesetzten Erwartungen vollkommen. Und es kam nun eine Zeit der Macht über das schöne Land Spanien, welche nicht finsterer hätte sein können. Aber endlich wurden die schwer gequälten Untertanen der ewigen Gefängnisstrafen, der Vermögensbeschlagnahmungen, also Konfiskationen, Verbannungen und Hinrichtungen müde. Und es entstand sofort 1820 ein allgemeiner Volksaufstand, infolgedessen eine freisinnige Verfassung eingeführt werden musste. Nun hatte es natürlich mit der Jesuitenwirtschaft auf einmal ein Ende und die Söhne Loyolas mussten sämtlich das Königreich räumen. Doch, siehe da, die freisinnige Verfassung, welche sich Spanien gegeben, gefiel den übrigen Gewalthabern Europas, welche darin eine Gefährdung des absolutistischen Prinzips auch in ihren Monarchien erblickten, ganz und gar nicht. Und somit schickte Frankreich eine Armee über die Pyrenäen, um die alte Ordnung der Dinge wiederherzustellen. Es gelang. Und mit der alten Ordnung kehrten natürlich auch die Jesuiten wieder, die sich nun fester als je zuvor einnisteten. 10 Jahre vergingen. Da starb Ferdinand der Siebte am 29. September 1833 und sofort entstand über der Thronfolge ein Bürgerkrieg, der volle 17 Jahre lang das arme Land zerrüttete. Der eine der Thronkandidaten war Don Carlos, der Bruder des verstorbenen Königs. Der andere hieß Donna Isabella, die Tochter Ferdinands des Siebten, welcher zu lieb letzterer das sogenannte gallische Gesetz des bourbonischen Hauses. Dieses Gesetz schloss die Töchter auf so lange von der Thronfolge aus, als noch männliche Prinzen lebten, aufgehoben hatte. Weil sich aber mit Don Carlos die gesamte pfäffisch-absolutistische Partei vereinigte, sah sich Donna Isabella oder vielmehr ihre Bevormünderin und Mutter, die Regentin Maria Christina, genötigt, dem Liberalismus die Arme zu öffnen. Und somit ward Spanien 1835 erstmals mit einer freisinnigen Konstitution, also Verfassung, beglückt, welche dem Jesuitenorden zum dritten Mal die Tür wies.
So wechselte sein Schicksal hin und wieder und 1840, als die Karlisten vollständig geschlagen waren, schien es, als ob die Söhne Loyolas das Terrain von Spanien für immer gänzlich verloren hätten. Ja, wenn es das scheint, dann wissen wir, wie sie immer wieder wissen, zurückzukehren. Ihre Wirksamkeit, sagt der Autor, hörte deswegen aber doch nie ganz auf. Und namentlich behielten sie auch ihre Erziehungshäuser bei, aber freilich unter einem anderen Namen oder unter eigenem Namen, sondern bald unter diesem und bald unter jenem Fremden. Unter anderem eben auch die Redemptoristen. Eine äußerst fruchtbare Weide hatte in frühen Zeiten die Gesellschaft Jesu in Deutschland, besonders in Österreich und Bayern gefunden. Und da man hier, wie wir gesehen haben, nur sehr ungern in die Aufhebung derselben willigte, so ließ sich wohl zum Voraus erwarten, dass ihre Wiederherstellung mit Freuden werde begrüßt werden. Allein dem war doch nicht ganz so. Denn seit dem Tode von Maria Theresia, also der österreichischen Kaiserin, war hier manches anders geworden. Und der Geist der Neuzeit hatte hier und da selbst in Regionen Platz gegriffen oder ergriffen, wo man solches nicht erwartet haben würde. So kam unter anderem anno 1793 der merkwürdige Fall vor, dass, als der kutrierische Minister Dominik im Namen seines Herrn und Regenten den Erzherzog Maximilian Franz, den jüngsten Sohn der Maria Theresia, welcher das Kurfürstentum Köln und den Bischofssitz von Münster innehatte, schriftlich einlud, gleich anderen deutschen Bischöfen und Prälaten, sich für die Wiederherstellung des Jesuitenordens zu verwenden, dieweil derselbe das wirksamste Bollwerk gegen den auch in Deutschland immer weiter um sich greifenden revolutionären Geist und zugleich gegen die immer höher steigende Irreligiosität sei. Das, sage ich, besagt der Erzherzog Maximilian Franz nicht bloß die erbetene Mitwirkung sofort ablehnte, sondern dass er auch diese seine Ablehnung mit Gründen motivierte, welche den Söhnen Loyolas wie ein lauter Wermut und Galläpfel schmecken musste. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, dass der Satz hier mal zu Ende geht, weil ich wollte euch eigentlich erklären, was der kurtrierische Minister Dominik ist, wofür er steht. Kurtrierische Minister, Kurtrier, Erzstift oder Kurfürstentum Trier, also von dort her stammend, war eines der ursprünglich 7 Kurfürstentümer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Das weltliche Herrschaftsgebiet des Erzbischofs von Trier existierte von spätkarolingischer Zeit, also die Kaiser-Karl-Zeit, bis zum Reichsdeputationshauptschluss von 1803, also gut 1000 Jahre. Ja, also das ist ein Mensch, der kommt hier aus einer Region mit Trier von einer sehr langen Tradition. Wir lesen weiter in einem Zitat. Der Autor teilt uns mit und sagt, Sie, also die Söhne Loyolas nämlich, heißt es in dem vom 20. November 1793 datierten Schreiben, 20 Jahre nachdem sie offiziell von Papst Clemens XIV. Verboten wurden, sie haben sich allzu sehr in Hof- und Staatsintrigen gemischt, als dass man ihnen nicht das Streben nach Alleinherrschaft mit Recht hätte vorwerfen müssen. Sie kosteten Königen zwar nicht auf dem Schafott, wohl aber mit meuchelmörderischer Weise das Leben und waren dem gemeinen Besten jedenfalls, also dem Otto-Normalverbraucher, jedenfalls ebenso schädlich als die Gesellschaft der Illuminaten, welche die Mordszenen in Paris mit hervorriefen. Ja, gehen wir mal eben von dem Bild weg auf das Cover des Buches. Was habe ich denn hier für eine Note beigefügt? Da habt ihr geschrieben, natürlich handelt es sich hier um ein und dieselbe Gesellschaft, wie wir wissen, sprechend von den Illuminaten und natürlich den Jesuiten. Wir wissen inzwischen, dass die Illuminaten nur eine Frontgruppe war, hinter der sich die Jesuiten während der ersten Zeit ihres Verbotes versteckt haben. Sie beraubten die Staaten ihrer fähigsten Jünglinge, welche sie von Tugend auf in ihre Institute lockten, und verschafften sich durch ihre Alleindirektion der Studien in katholischen Ländern einen un- und übermäßigen Einfluss auf alle Opinionen, also Meinungen. Sie hatten alle Ressorts auf den Menschen zu wirken in Händen und Geld, Protektion, also Schutz, Beichtväterstühle und anderes stand ihnen reichlich zu Gebot.
Sie konnten also zum Guten wirken, wenn sie wollten. Aber sie wirkten nach dem Wink ihrer Oberen nur zu ihrem eigenen Vorteil. Nur zur Vergrößerung ihrer selbst, ohne das Wohl der Menschheit irgend zu berücksichtigen. Und ich kann daher unmöglich die Überzeugung gewinnen, dass die Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu irgendwelchen Nutzen bringen könnte. Auch hier haben wir ein Bild von dem Erzherzog Franz. Den werde ich dann auch gleich mal hier mit reinbringen. Über den lesen wir jetzt. Wenn er jetzt mal langsam ein wenig suchen würde. Ja, Franz von Papen brauche ich nicht. Den hier. Um diese Person geht es jetzt in dem Buch. Erzherzog Maximilian Franz. So schrieb der Erzherzog Maximilian Franz, das Zitat, das wir gerade eben gelesen haben. Und wie er, dachten noch gar viele andere hochgestellte Personen, sowohl unter den Geistlichen als unter den Laien. Von den Gebildeten der mittleren Klassen gar nicht erst zu reden. Darum nahm auch die österreichische Regierung Anstand. Die Bulle Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, also mit der ja die Jesuiten 1814 wieder in Wirkung gesetzt wurden, so wie es der Papst verlangte, ohne weiteres in seinen Landen zu verkünden, denn man hatte damals, anno 1814-15, ziemliche Ursache, die Untertanen nicht geradezu vor den Kopf zu stoßen. Und da Bayerns Regent, König Maximilian Joseph, ganz von denselben Beweggründen geleitet wurde, so versagte auch er der Gesellschaft Jesu die gesetzliche Aufnahme. Obwohl er persönlich, sowie auch Kaiser Franz I. von Österreich, den Söhnen Loyolas durchaus nicht feindselig gesinnt war. An einen Ausweg dagegen hatten die beiden Regierungen lediglich nichts auszusetzen. An dem Ausweg nämlich, statt den Jesuiten die Redemptoristen zuzulassen, also das ist der Orden, der gegründet wurde von Alfonso Liguori, indem sie sich stellten, als ob sie nicht wüssten, dass beides Jesuit und Redemptorist sozusagen ein und dasselbe bedeutete. Als ob sie nicht wüssten, dass die Redemptoristen oder Ligurianer, wie man sie auch nach ihrem Stifter nannte, überall, wo die Jesuiten als solche nicht geduldet wurden, diesen den Weg bahnten und auf so lange vollkommen ihre Stelle vertraten, bis dieselben wieder mit offenem Visiere als Söhne Loyolas ihren Einzug halten konnten. Jetzt lesen wir eine kleine Erklärung von Karl Theodor Griesinger über die Redemptoristen. Und wo wir das machen, möchte ich nochmal eben sehen, ob ich da nicht ein Bild von habe. Von den Redemptoristen weiß ich jetzt nicht. Da habe ich, glaube ich, kein Bild von. Nein, aber ich habe ein Bild natürlich von Liguori, die Person, die diesen Orden gegründet hat. Ich habe da ja letztens mit Viktor das ganze Buch der Moraltheologie von Alfonso Liguori, nehmen wir das Buch mal hier als Cover mit rein, dann könnt ihr euch das in der Zwischenzeit anschauen. Da habe ich in 7, ich glaube, es waren 7 Sendungen, ne Viktor, dass wir das Buch gelesen hatten, die 53 Seiten, weißt du das noch? 7, ja, oder 8, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, 7 oder 8. Wenn ihr das lesen wollt, oder wenn ihr die Lesung verfolgen wollt, dann müsst ihr in die Abspielliste reingehen von systematischer katholischer Kindesmissbrauch ab Folge 7 bis Folge 14 oder 15 lesen wir dieses Buch von Alphonse Liguori. Dieser Alphonse Liguori hat den Orden der Redemptoristen gegründet und deswegen erklärt uns das gerade hier der Karl Theodor Griesinger. Er sagt hier in der Fußnote, Alfonso Maria de Liguori, ein sehr eifriges Mitglied der Glaubenspropaganda in Neapel, stiftete anno 1732 mit Genehmigung des Papstes Clemens XII. In der Einsiedelei St. Maria zu Villa Scala eine Brüderschaft, deren Mitglieder sich zum Unterricht der Jugend, zur Verbreitung des wahren katholischen Glaubens und besonders zum Dienste des Papstes verpflichteten, in welchem sie den verkörperten Willen Gottes verehrten. Ihre Zwecke waren also die nämlichen wie die der Jesuiten. Und auch der Name bedeutet dasselbe, denn sie nannten sich Brüder vom heiligen Erlöser, Santo Redentore. Nur lebten sie nicht als ungebundene Weltgeistliche, sondern in klöstlicher Gemeinschaft. Und darin bestand eigentlich ihr ganzer Unterschied zum Jesuitismus.
Man betrachtete sie daher von Anfang an nur als eine Abzweigung des Ordens Jesu, oder, wenn man so will, als einen jüngeren Bruder, der zwar zur Familie gehört und alles tun muss, was diese von ihm haben will, der aber selbst keine Rechte hat und ohne Aussicht ist, etwas vom Erbe zu bekommen. Unter solchen Umständen blieb der neue Orden längere Zeit ganz und gar bedeutungslos und fand nur sehr wenige Anhänger, selbst dann, als der Jesuitenorden bereits aufgehoben war. Wie aber Antichrist Papst Pius in den letzten wiederherstellte, also Pius VII., und verschiedene Staaten Anstand nahmen, ihn einzuführen, da fiel es den Söhnen Loyolas ein, ob sie nicht unter der Maske des bisher so gering geachteten jüngeren Bruders reüssieren könnten. Und diesen Einfall fanden sie so probat, dass sie ihn alsbald in Ausführung brachten. Ist das nicht eine schöne Geschichtsstunde, die wir hier haben? Die Redemptoristen wurden also in Österreich zugelassen und erhielten zum Beispiel anno 1820 in Wien den obersten Passauer Hof mit der Kirche zu Maria Stiegen angewiesen. Von da aus verbreiteten sie sich dann über alle Provinzen des Kaiserstaates und selbst weit über diese hinaus nach Bayern, wo sie in dem berühmten Wallfahrtsort Altötting die erste Niederlassung gründeten. Nachdem sie sich jedoch gehörig verbreitet und einen tüchtigen Anfang erworben hatten, hielten sie es für besser, die Maske abzuwerfen, und sie erklärten sofort ihre Erziehungsanstalten in Lemberg, Innsbruck und anderen Städten für das, was sie wirklich waren, nämlich für jesuitische Kollegien. Was tat denn die Regierung? Ja, die Regierung schwieg dazu. Mit anderen Worten, sie duldete das offene Auftreten der Söhne Loyolas. Diese nahmen sich infolgedessen immer mehr Freiheiten heraus. Auch verbreiteten sie sich bis ins Rheinpreußische und errichteten zum Beispiel in Koblenz ein vielbesuchtes Kollegium, ohne dass die Regierung ihnen das Handwerk gelegt hätte. Kurz, die Gesellschaft Jesu war eben im besten Zug, jeden anno 1773 verlorenen Posten nach dem anderen wiederzuerobern. Da erschien das fatale Jahr 1848 und dieses machte sofort ihrem Dasein ein schnelles Ende. Doch wie uns alle noch gut im Gedächtnis sein wird, zumindest wenn man wie Griesinger hier Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, nicht auf lange. Denn schon anno 1849, nur ein Jahr später, begann jener eigentümliche Umschlag oder Umschwung, der immer auf großartig erregte Zeiten zu folgen pflegt. Und statt der freisinnigen Märzministerien kamen infolge der Abspannung und Ermüdung der Völker die Männer der Reaktion und des Rückschritts an Ruder. Das war Wasser auf die Mühle der Söhne Loyolas. Jetzt konnten sie sich beim Volke wieder hervortun, als die ersten Bekämpfer des Umsturzes geltend machen. Jetzt konnten sie den Fürsten wieder zurufen, wir allein sind die Grundsäulen der Monarchie und nur wenn ihr euch auf uns verlasst, nur wenn ihr uns machen lasst, könnt ihr euer Haupt ohne Sorge vor der Revolution sicher niederlegen. Und was war nun die Folge von diesen schrecklichen Reaktionsjahren? Keine andere, als dass nun der Orden Jesu offen von Österreich wieder anerkannt, dass ihm Erlaubnis gegeben wurde, überall im ganzen Kaiserstaate Erziehungsinstitute zu errichten und dass er, wie man sich wohl denken kann, von dieser Erlaubnis den umfassendsten Gebrauch machte. Im übrigen katholischen Deutschland jedoch konnten die Söhne Loyolas ihre förmliche offizielle Anerkennung auch jetzt noch nicht durchsetzen und sie mussten daher fortfahren, im Stillen oder unter der Firma der Redemptoristen zu wirken. So ziemlich ähnlich wie in Bayern und in den Rheinprovinzen gestaltete sich das Schicksal der Gesellschaft Jesu nach ihrer päpstlichen Wiederherstellung in Frankreich. Denn so obwohl dieselbe der bestimmtesten Überzeugung war, dass König Ludwig XVIII., der Wiederhersteller der bourbonischen Dynastie nach dem Sturze Napoleons, nichts Eidigeres zu tun haben werde, als das Edikt Ludwigs XV. Vom November 1764 zu widerrufen, ja, wir erinnern uns, das war nach dem Fall von Lavalette, wo die Jesuiten damals verboten wurden,
So hatte dieser Monarch doch Klugheit genug einzusehen, dass er die öffentliche Meinung geradezu vor den Kopf stoßen würde, wenn er einen solchen Schritt täte. Somit blieben die Söhne Loyolas aus Frankreich, wenigstens dem Namen nach, ausgeschlossen. Und selbst die Bemühungen von Monsieur, dem Bruder des Königs, der später als Karl X. den Thron bestieg, hatten nicht die Wirkung, den 18. Ludwig gefügiger zu machen. Freilich kostete ihn diese fortgesetzte Weigerung viele Überwindung, besonders auch, weil der Pavillon Marsan, werde ich mal eben ein Bild mit reinnehmen, das habe ich mir auch rausgesucht. Das ist ein historisches Gebäude in der Nähe des Louvre, in dem verschiedene Regierungsentitäten, wieso gibst du mir das jetzt nicht, Mensch, du Blödsinn, ich habe das doch vorhin gespeichert, das Bild hier. Pavillon. Ich habe das Bild vorhin extra rausgesucht. Wieso gibt er mir das denn jetzt nicht? Na also. Hier. Das ist in der Nähe des Louvre. Und wenn man da mehr drüber wissen will, gibt es einen Wikipedia-Link hier über den Pavillon de Flore, so heißt er auch. Das ist das, wo hierüber jetzt gesprochen wird. Also freilich kostete ihn diese fortgesetzte Weigerung viele Überwindung. Besonders auch, weil der Pavillon Marsan, wo die Ultra-Loyalisten in Verbindung mit den Ex-Jesuiten ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten, die Frechheit hatte, ihn öffentlich als einen Zögling der schändlichen Voltaire auszuschreien, der übrigens selbst Jesuit war. Allein seine Minister riefen es ihm tagtäglich ins Gedächtnis, dass die Wiedereinsetzung des bei der großen Mehrheit des französischen Volkes so sehr verhassten Ordens der Jesuiten ohne Zweifel dieselben politischen Bewegungen zur Folge haben würde wie die, welche den Thron der Lilien schon einmal umgestürzt hatten. Und da der schlaue Monarch um jeden Preis in der Königsgruft von Saint-Denis begraben werden wollte, so kann man sich denken, dass er bis ans Ende seiner Regierung anno 1824 in diesem Punkte unerbittlich blieb. Das ist übrigens der Zeitpunkt der Ersten Republik in Frankreich. Ganz verfeinden jedoch mochte er sich mit den Söhnen Loyolas auch nicht. Und somit gab er ihnen dieselbe Existenzerlaubnis, welche sie sich gleich im Anfang, nach dem Jahre 1814 in Österreich errungen hatten. Nämlich die, unter einem anderen Namen und in einem anderen, obwohl sehr ähnlichen Gewande, ihren altgewohnten Wirkungskreis wiederzubeginnen. So hießen sie also von nun an in Frankreich les Pères de la Foi, das ist die Väter des wahren Glaubens. Und siehe da, in wenigen Jahren hatten sie es bereits wieder zu großer Macht und zu großem Reichtum gebracht. Freilich, ohne Kämpfe und Widerwärtigkeiten aller Art gelang dies nicht, denn der Abgeordnetenkammer war das Wiedererscheinen der schwarzen Kohorte ein schwerer Stein des Anstoßes, und sie protestierte daher mit allen gesetzlichen Mitteln gegen dieselbe. Allein auf alle diese Klagen, Protestationen und Monitorien erwiderten die Minister Ludwigs des 18. in wegwerfendem Tone, es gibt keine Jesuiten in Frankreich. Und dieselbe zweideutige Sprache führte auch der Monarch selbst. Es genierte jedoch natürlich die Söhne Loyolas immer gewaltig, dass sie nicht offen und ungescheut als das, was sie wirklich waren, auftreten konnten. Und überdem wurde ihre Wirksamkeit schon dadurch vielfach gelähmt, dass ihre Verbindung mit den übrigen Jesuiten in der Welt, insbesondere die mit dem General zu Rom, immer eine heimliche, vor der Welt abgeleugnete sein musste. Und so verfehlten sie nicht nach der Thronbesteigung Karls X., ihres großen Gönners und Freundes, das Visier etwas mehr oder... vielleicht so sehr zu lüften, dass kein Mensch mehr darüber im Zweifel sein konnte, wer in dem Gewande der Glaubensväter stecke. Ja, sie organisierten ihre vielen Kollegien und Seminarien zu einem förmlichen Verbande, als dessen Haupt sie den Jesuitengeneral zu Rom erklärten, und ihr Vorsteher oder Präpositus scheute sich nicht, jede Aufnahme zum Noviziat kühn und öffentlich als Provinzial der Gesellschaft Jesu in der Provinz Gallien zu unterzeichnen. Solches geschah vom Jahr 1826 an
und interpelliert in der Deputiertenkammer, mussten die Minister zugestehen, dass die Gesellschaft Jesu auf französischem Boden faktisch existiere, und zwar mit Erlaubnis der Regierung faktisch existiere. Da aber erhob sich unter der Mehrzahl der Gebildeten ein Sturm des Unwillens. Und der höchste Gerichtshof des Königreichs Frankreich ergriff sofort die Gelegenheit, um zu erklären, dass nach den in Frankreich zu Recht bestehenden Gesetzen die Gesellschaft Jesu weder unter diesem noch unter einem anderen Namen zu existieren befugt sei, so wie auch, dass ihre etwa beabsichtigte Wiederherstellung mit der konstitutionellen Charta, welche der König und die Minister beschworen, im vollkommenen Widerspruch stehe. Die Folge hiervon war, dass anno 1828 die jesuitischen Kollegien und Schulen zu St. Acheul bei Amiens, zu St. Anne in der Bretagne, zu Dol im Jura, zu Montmorillon im Departement Vienne, zu Bordeaux, zu Aix, zu Forcalquier und zu Billon zusammen mit über 3500 Zöglingen aufgehoben werden mussten. Und es gelang der Regierung tatsächlich, die sich der Sache der Jesuiten mit aller Gewalt annahm, nur mit vieler Mühe die Seminarien von Montrouge und Saint-Acheul vor den Toren von Paris nebst einigen Dutzend anderer zu retten. Nun drangen aber die Söhne Loyolas in ihren folgsamen Zögling, den König Karl X., sich solche Vergewaltigung von Seiten des Richterstandes und der Abgeordneten nicht mehr gefallen zu lassen, sondern lieber die Charta und Konstitution umzustürzen, damit die alte, absolute Monarchie mit der Herrschaft des Ordens Jesu wie unter Ludwig XIV. Wieder erstehen könne. Und der schwache Monarch ließ sich wirklich dazu herbei, ein solch törichtes Beginnen zu wagen. Sofort trat im August 1829 der Fürst Polignac, der engste Verbündete der Jesuiten, an die Spitze der Regierung, und damit begann eine Zeit der Reaktion, wie man sie sich nicht niederträchtiger, gewaltsamer und blutdürstiger denken kann. Darüber jubelten die Söhne Loyolas, und sie vermeinten schon, gewonnenes Spiel zu haben. Allein plötzlich, am 27. und 28. Juli 1830 erhob sich das Volk von Paris, und sein gewaltiger Rock machte, dass die Monarchie der Bourbonen wie ein Kartenhaus zusammenstürzte. Karl X. musste einem Verbrecher gleich nach England entfliehen, und von dem Tage seiner Flucht an hatte es mit der Gesellschaft Jesu ein Ende, denn die aus der Juli-Revolution hervorgegangene Regierung verbannte dieselbe auf ewige Zeiten vom französischen Boden. Längere Zeit hörte man nun nichts mehr von den Söhnen Loyolas in Frankreich, und man war versucht zu glauben, versucht, sie hätten das Feld für immer geräumt. Aber wir kennen inzwischen die Jesuiten, ne? So verhielt es sich in der Wahrheit doch nicht, sondern sie hüllten sich vielmehr nur in eine dichte Maske, um, wenn ihre Zeit käme, schnellstens auf dem Platze zu sein und sich des Terrains abermals zu bemächtigen. Und sie kam, diese Zeit. Sie kam mit dem Sturze Louis Philipps und mit der Thronbesteigung Napoleons III. Denn er bedurfte der Priesterschaft, um sich seinen neu gebackenen oder, wenn man so lieber will, seinen neu aufgewärmten Kaiserthron zu sichern. Und mit der wachsenden Macht der katholischen Priesterschaft hielt natürlich der Einfluss der Söhne Loyolas gleichen Schritt. Freilich, von einer formellen und öffentlichen Wiedereinführung der Gesellschaft Jesu handelte es sich auch diesmal nicht. Und alles, was deren Mitglieder erlangen konnten, war Duldung. Aber diese Duldung wurde eine so unumwundene, also öffentliche im Grunde, dass die Loyoliten es bald gar nicht mehr für nötig fanden, unter einem fremden Namen oder sonst einem Deckmantel aufzutreten. Sie verbreiteten sich also von Neuem über ganz Frankreich, und schon nach einem Jahrzehnt. Nach einem Jahrzehnt der napoleonischen Regierung gab es kein Departement mehr, in welchem sie nicht des Hauptunterrichts bemächtigt oder doch wenigstens Erziehungshäuser gegründet hätten. Auch wurden sie diese ganze Zeit über von niemandem angegriffen, ohne Zweifel, weil man es dem absoluten Willen des Kaisers Napoleon gegenüber nicht wagte
Und so kam ihnen das alte Sprichwort zugut: Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter. In ganz neuester Zeit aber scheint doch eine Bewegung gegen sie entstehen zu wollen, indem dem Senate eine von den ersten Notabilitäten des Landes und besonders den Universitätsprofessoren äußerst zahlreich unterschriebene Bittschrift überreicht wurde, welche verlangt, dass man in Beziehung auf die Jesuiten zu den gesetzlichen Bestimmungen zurückkehre. Das ist aber ins Deutsche übersetzt nichts anderes als das Verlangen, dass die Regierung den gesetzlich verbotenen Jesuitenorden nicht länger dulde, sondern ihn sofort unterdrücke und verbiete, also mit anderen Worten bestehende Gesetze einfach eben ausführe. Und warum verlangen dies die Bittsteller? Nun, ihre Sprache ist deutlich genug, indem sie sich unter anderem wörtlich so ausdrücken, wie im folgenden Zitat. Die Jesuiten betreiben mit einem für die Familien wenig trosterweckenden Erfolg die Erbeutung der Erbschaften, so dass wir gegenwärtig in Frankreich das Schauspiel einer Gesellschaft haben, die dem Staat wie dem Einzelnen schädlich, die unseren Einrichtungen feindlich und zugleich gefährlich ist durch ihre Lehren, einer Gesellschaft, welche, verdammt durch unsere Gesetze, gedeiht und sich vermehrt unter der Duldung der Verwaltung. So, mal eben gucken, wie weit wir sind. Ein paar Minuten haben wir noch. Ganz anders als die bisher genannten katholischen Höfe, mal ein Bild verändern hier, ganz anders als die bisher genannten katholischen Höfe benahm sich der Hof von Portugal gegenüber der Bulle. Also Spanien, Deutschland, Österreich, Frankreich, jetzt in Portugal. Der Name der Bulle, wie gesagt, ist Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Denn derselbe, also der Hof von Portugal, weigerte sich nicht nur, dieselbe, die Gesellschaft Jesu in Portugal und Brasilien verlesen zu lassen, also die Bulle verlesen zu lassen, um die Jesuiten wieder einzuführen, sondern kündigte sogar den sämtlichen Kabinetten Europas eine förmliche Protestation gegen sie an. Es habe, erklärt der Regent Johann der VI., bei der Verordnung vom 3. September 1759, welche die Jesuiten aus dem Lande wies, kein Bewenden, und dies dürfe auch in alle Ewigkeit nicht anders werden, indem sonst für ihn und für die Königsfamilie sowie für seine Lande und Untertanen dieselben schlimmen Tage wieder erwachsen würden, welche das Reich schon einmal an den Rand des Abgrunds gebracht hätten. Wohl drängte der Papst mit aller Macht auf den Monarchen ein, um ihn anderen Sinnes zu machen. Und es ward sogar zu diesem Zwecke ein eigener Nuntius nach Lissabon und Rio de Janeiro abgeordnet. Allein der Einfluss Englands und besonders des Marschalls Beresford war zu mächtig, als dass dies etwas gefruchtet hätte, und so blieben die Söhne Loyolas während seiner ganzen Regierungszeit, also bis 1825, aus dem Reiche ausgeschlossen. Ja, ich habe für den Beresford ebenso ein Bild vorhin rausgesucht, dass wir uns vorstellen können, wer das war. Und es gibt eine interessante auch in Deutsch Wikipedia-Seite. Und da kann man gerne ein wenig darüber nachlesen, wer dieser war. Und hier ist das Bild. Das hatte ich vorhin rausgesucht. Das ist also der William Carr Beresford, First Viscount of Beresford, ein Porträt von 1831. Dieser war einfach zu mächtig. Ja. Ebenso wenig Gnade, fährt der Autor fort, fanden sie bei seiner Enkelin und Nachfolgerin, der Donna Maria de Gloria, der Tochter des Kaisers Don Pedro von Brasilien. Und wenn auch ihr Oheim, der wahnsinnige Don Miguel, dem es glückte, sie auf kurze Zeit ihres Thrones zu berauben, durch ein Dekret vom 30. August 1832 die Gesellschaft Jesu, wiewohl ohne Anspruch auf ihre früher innegehabten Güter, Privilegien und Vorrechte wiederherstellte, so hatte diese Wiederherstellung keine 11 Monate lang Bestand. Im Juli 1833 nämlich wurde die Usurpation Don Miguels gestürzt und sofort mussten die Jesuiten eilends wieder aus Portugal entweichen oder aber liefen sie Gefahr, ganz auf dieselbe Manier wie einstens unter Pombal nach Italien eingeschifft zu werden. Seither ist Portugal in die Reihe der konstitutionellen Staaten eingetreten und infolgedessen war ohnehin nie mehr davon die Rede, die Gesellschaft Jesu abermalen einzuführen.
Sie blieb vielmehr aus jenem Land verbannt und wird es, wie es scheint, auch für die Zukunft bleiben, denn die jetzige Regierung duldet nicht einmal die Niederlassung von solchen, von denen man mit Recht vermuten könnte, dass unter ihrer Maske ein Jesuite verborgen sein könnte. Ja, und dann lesen wir hier weiter über Belgien. Ich weiß jetzt nicht, wie weit dieses Kapitel hier noch geht, weil ich hatte bis zu dieser Seite gerade eben vorgelesen. Das geht aber wohl noch eine ganze Menge weiter. Und wir sind so ziemlich bei einer Stunde angekommen, deswegen ende ich die Lesung heute hier und möchte natürlich gerne noch ein paar abschließende Kommentare und Bemerkungen von meinen beiden Mitstreitern hier haben, die ja sicher sehr aufmerksam zugehört haben und vielleicht auch über das eine oder andere noch einen Kommentar gerne abgeben möchten, womit wir das Video dann beschließen können und ihr euch freuen könnt auf die 33. Lesung von diesem wunderbaren Buch von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten, über die offene und verdeckte Wirksamkeit ihres Ordens von der Gründung des Ordens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich möchte jetzt das Wort meinen beiden Brüdern überlassen. Ich gebe es erst an den Viktor und danach an den Michael. Und zum Schluss hört er mich nochmal eben, wenn ich dann nochmal auf das Gesagte von den beiden eingehen kann. Bitte, Viktor. Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich fand es an sich so sehr interessant, halt einmal so diesen Verlauf, ja, wie sich das dann alles nach der Aufhebung oder mit der Bulle 1840 von dem Papst, jetzt habe ich es nicht genau aufgepasst. 1814. War das Leo? Nee, war das Pius. Du redest von der Wiedereinführungsbulle, ne? Ja, genau, richtig. Solitudo irgendwas Ecclesiarum. Nee, das ja, war 1814 und das war Antichrist Papst Pius der Siebte. Ja. Der Siebte, okay, danke. Ja, wie sich das dann halt da ab dem Zeitpunkt so in den einzelnen Ländern entwickelt. Ja, interessant, glaube ich, so für den deutschsprachigen Raum, dann die Maske der Redemptoristen sich aufgesetzt zu haben. Ja, hat offensichtlich gewirkt und gefruchtet. Bin ich jetzt ehrlich gespannt, auch jetzt, wie es weitergeht. Jetzt sagtest du gerade, Belgien ist jetzt noch ein Punkt, der dann als nächstes kommt. Ja, allgemein haben wir auch gesehen, jetzt so ein bisschen in einigen Ländern natürlich auch dieses Hin und Her, dann werden sie verboten, dann sind sie wieder da, dann werden sie irgendwie geduldet, dann müssen sie doch wieder gehen oder, ne, also ist ja doch irgendwie auch, ja, fand ich interessant, so diesen Verlauf, dass jetzt mal so alles ein bisschen in der Tiefe, im Detail, ja auch wie schön, dass der Herr Griesinger so hervorhebt an einigen Stellen, dass man das auch ein bisschen besser begreift, auch die öffentliche Wahrnehmung natürlich dann auch, die so ein bisschen da auch erklärt oder zumindest mal so wiedergespiegelt wird. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Lesung und noch auf die letzten abschließenden Worte von Michael und sage dann an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Viktor. Leider hat die Zeit jetzt für mich bezüglich der Vorbereitung nicht mehr gereicht, denn ich habe eben beim Stichwort Portugal so eine Glocke läuten hören und da habe ich gedacht, Moment, da war doch was. Und da wir ja wissen, dass letzten Endes der Antichrist beide Karten spielt und beide Seiten miteinander ausspielt, gibt es da meiner Meinung nach noch einen ganz interessanten Punkt, der jetzt indirekt mit der Lesung nur zu tun hat, und zwar Portugal zum Beispiel. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen eine ganz interessante E-Mail bekommen und da würde ich jetzt mal eben meinen Schirm teilen. So, einmal das. Ich habe es jetzt einigermaßen unkenntlich gemacht, denn ich bin eingeladen worden, Templerritter zu werden. Und demzufolge kann ich mich jetzt halt weiter damit überlegen, ob ich jetzt weiter Jörg und mich mit Viktor da jetzt Lesungen mache. Ich könnte alternativ beispielsweise auch zum geistigen Adel gehören. Also so genauso schlau sein wie in Elton John, Sean Connery, Mick Jagger oder Helmut Kohl. Da ich jetzt die ganzen Leute, die da aufgezählt werden, jetzt nicht so ganz vertraue, habe ich mir aber mal die Mühe gemacht, einfach mal der reinen Information, der reinen Neugier halber mal auf die Webseite dieses Templerordens zu schauen. Denn wer möchte denn nicht in 14-tägigen Studienbriefen Image und Lebenserfolg bekommen, Einführung in die Ritterrunde, Einweihung, Gralsrunde und sonstige nekrophilen Geschichten vielleicht? Naja, gut. Ich bleibe jetzt mal ganz, ganz ernst und zeige jetzt euch mal eben kurz die Seite. Und zwar sieht die Seite so aus.
Da kann natürlich jetzt jeder so eine Seite aufmachen, kann man jetzt sagen. Aber auf der anderen Seite stehen da ganz viele interessante Dinge drin, beispielsweise Aufgaben und Ziele. Und ich finde es jetzt leider in der Kürze der Zeit nicht. Aber ich habe gerade vor 5 Minuten auf irgendeiner Seite hier gelesen, dass die Templer beispielsweise behaupten, dass der Schatz der Templerritter in Portugal wohl läge. So, und wenn man jetzt mal schaut, in dem Moment, wo die Jesuiten vielleicht verboten werden, kommen dann wieder die Freimaurer dran, dann, wenn die Templerritter verboten werden, kommen dann die Dominikaner dran, wenn die dann abgesäbelt werden, kommen die Jesuiten dran. Im Endeffekt sind die aber alle gar nicht abgeschafft. Ja, sonst würden wir ja heutzutage diese SMOM zum Beispiel überhaupt nicht in der UN finden. Und in dem Moment, wo ich die Sovereign Military Order of Malta in der UN als ständiges Mitglied sehe, als eigenes Völkerrechtssubjekt, da muss ich doch wissen, dass die nicht ausgestorben sind, nur weil die mal irgendwo verboten worden sind. Ja? Und da ist doch letzten Endes dann für uns alle doch irgendwo klar, dass das alles eine Riesennummer ist. Und hier eine riesengroße Täuschung stattfindet, junger, aufstrebender Menschen, Menschen, die vielleicht gerade studiert haben, Menschen, die jetzt irgendwo in die Gesellschaft eingeführt werden sollen. Und alles, was hier auf der Seite steht, hat noch nicht mal mit römisch-katholischer Lehre zu tun, sondern mit sogenannter Esoterik und sonstiger gnostischer Lehre. Also noch nicht mal mit der exoterischen Lehre der katholischen Kirche zu tun. Selbst da würde man jetzt als 0815-Katholik, Entschuldigung bitte, wenn ich jetzt jemand angesprochen fühlt, der kann mit einer Wassermann-Eon nichts anfangen. Ja, und der kennt sich halt mit diesen ganzen Begriffen nicht aus. Ich wollte es jetzt einfach nur noch mal sagen, dass beispielsweise an dem Bezug hier zu den Kreuzrittern sozusagen, dass da jetzt klar ist, dass diese ganzen Gesellschaften so mächtig waren, dass die im Geheimen weitergeführt worden sind. Und nichts anderes ist es mit den Jesuiten auch. Ja. Deswegen und wissen wir ja auch aus der Herrscher des Bösen, dass die Jesuiten nichts anderes sind als die wiederbelebten Tempelritter. Genau, und deswegen fand ich jetzt diese Geschichte mit Portugal so schön. Ich hätte jetzt gerne euch sofort den Link zu Portugal gegeben, wo es ja eben stand, aber ich war jetzt in den letzten 10 Minuten auf dieser Seite am Schmökern. Und deswegen komme ich jetzt gerade nicht dazu hin, aber ich will auch keine Werbung dafür machen. Ich will nur mal halt einfach sagen, dass dieser alte Orden immer noch existiert und da existieren eigentlich alle alten Orden noch. Man kann auch dem Kind ja einen neuen Namen geben. Aber das, was damals an Geld und an Macht und Einfluss da war, das ist meiner Meinung nach nie versiegt. Nee, dem stimme ich zu. Und was deine Seite angeht, die du uns gerne teilen möchtest, da können wir das Video ja heute gerne mit abschließen. Und dann machst du das eben nächstes Mal. Zur Einleitung im nächsten Video bereitest du dich darauf kurz vor und dann hältst du da deinen kleinen Vortrag drüber. Das ist ja sehr interessant für diejenigen, die das jetzt gefolgt haben und dann mehr darüber wissen möchten, dass du das nächstes Mal ein wenig tiefer noch erklärst. Ja, und vor allen Dingen kann man daran sehen, dass heutzutage, wir reden jetzt gerade von 2019, E-Mails verschickt worden sind, dass da ein Templerorden ist, dass man da geheimes Wissen erwerben kann und solche ganzen Geschichten, ja. Und das ist doch eine Geschichte, die hat nichts mehr mit 1307 und dem Verbot zu tun oder mit dem Ableben der einstmaligen Geheimorden, sondern das hat mit dem Aufleben der einzigen Geheimorden zu tun. Diese ganze Sache wird immer weiter promotet heutzutage, mit den Eingangsleveln, die wir selber kennen und mit den weiteren führenden Leveln. Und alles, was hier drin ist, da kann ich gerne demnächst mal drauf eingehen. Wenn ich das vorlese, dann müssten eigentlich so den gewiefteren oder den erfahreneren Zuhörern hier auch die Augen und Ohren offen gehen, welche Themen da besprochen wird. Das ist komplett konträr 180 Grad zur Bibel. Schön, dann machen wir doch das als nächstes Videothema und dann sehen wir, ob das ein ganzes Video füllt oder nur eine Einleitung und dann machen wir das halt als nächstes. Ist ja schön, dass du das jetzt gebracht hast, Michael. Gut, ja, ich muss jetzt meine Seite nicht mehr teilen, aber wenn du noch was hast, ich blende jetzt hier im Video halt dein Bild ein. Hast du noch einen weiteren kurzen abschließenden Kommentar für die Sendung heute? Nee, keinen kurzen, deswegen, war's jetzt. Okay, dann sparen wir uns das. Gut, ich danke dir für deinen Beitrag, Michael, ich danke dir für deinen Beitrag, Viktor. Ich hoffe, dass die Zuschauer davon genossen haben, dass sie heute eine ganze Menge vielleicht Geschichte gelernt haben, die so nirgendwo irgendwo gelehrt wird, in Schulen, Universitäten und in den meisten offiziell zugänglichen Geschichtsbüchern und so weiter.
Aber ich möchte immer noch mal daran erinnern bleiben, bitteschön, dass man an erster Stelle sich bitte mit der Bibel beschäftigt. Es hat keinen Sinn, diese ganzen Bücher zu lesen, wenn man den Bezug zur Bibel nicht legt. Und das mache ich auch öfter Leuten bekannt, die mir mit irgendwelchen Links von was weiß ich nicht was kommen, aber nirgendwo Bibelbezug drauf machen. Ich sage, es bringt alles nichts, es führt zu nichts, wenn man die Dinge nicht alle an der Bibel misst. Und um sie an der Bibel zu messen, tja, muss man was tun. Eben, die Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.